Ja, hallihallo, liebe Roboterfreunde, ich bin's, der Tenchi, und wir spielen ein kleines bisschen RoboCraft. Heute mal alleine, der Angelo ist nicht da und ich dachte mir, ich werde mal eine Folge machen, wo wir uns jetzt mal das Update anschauen. Also, das Update ist jetzt schon eine ganze Weile draußen und es gibt halt jetzt besser, also die Waffen wurden verändert und es gibt auch neue Waffen und ja, wie man zum Beispiel jetzt schon an meinem Gefährt sehen kann, mit dem ich ja bei Angelo rumgefahren bin. Ich war, glaube ich, in Tier 2 mit dem Teil. Und jetzt bin ich auf einmal Tier 5. Oh mein Gott, denn die Waffen haben jetzt, die haben ja generell ein Level. Also wenn man sich die Waffen anschaut, die hier ist ja irgendwie eine L4S. Und deswegen bekommt man da schon ein richtig ordentliches Roboter-Ranking drauf, sodass man auch gleich im Level 4 oder so landet und mit den Sachen dann ringsherum, mit den ganzen Blocks und so, bin ich dann halt bis zur 5 gekommen. Und das finde ich eigentlich an sich ganz cool, weil dann kann man jetzt im Tier-1-Bereich nicht mal mit so einer 5er-Waffe rumrennen und alles zerlegen. Da muss man sich schon ein bisschen was überlegen, wie man das macht. So, dann gibt es, und das habe ich leider noch nicht probieren können, gibt es ja jetzt auch die Waffen, und zwar sind das neben den Plasma-Guns gibt es jetzt auch die Railguns. Ja, und davon werden wir uns jetzt wahrscheinlich gleich mal eine kaufen. Punkte habe ich genug. Nehmen wir gleich mal die S-Type. S-Type ist immer gut. Und ja, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, für was sie sind. Auf jeden Fall, was gibt es für Veränderungen? Also die normalen Laser, die heißen jetzt SMG. Das ist, glaube ich, Subatomic Machine Gun. Da steht es nochmal. Und ja, die wurden jetzt auch nochmal verändert. Und zwar sind das jetzt so wirklich so eine, ja, wie so eine SMG, so bam, 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 du schießt halt richtig schön schnell. Da, die sind aber total, die Genauigkeit geht total runter, wenn man damit rumballert. Und wenn man halt drauf bleibt, schießt man halt schneller hintereinander. Umso länger man drauf bleibt, umso ungenauer wird's. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Und ja, deswegen sind das jetzt mehr die Nahkämpfer. Man kann, um die maximale Geschwindigkeit rauszuholen, 6 Laserwaffen auf einmal draufhauen. Das ist, dann hat man halt die maximale Geschwindigkeit, wenn man mit dem Mauszeiger einfach drauf bleibt. Und ansonsten gibt es, also das haben die jetzt geändert. Am Anfang waren es 8 Laser, jetzt muss man nur noch 6 davon verwenden. Und sie haben signifikant verändert den Damage der Waffen. Also das hat man, vorher gab es den Damage ja total wenig dazugekommen. Jetzt hat man Damage 55. Bei der nächsten hat man schon Damage von 126. Dann kommt gleich danach 256 und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort, ja, und so weiter und so weiter. Das an sich finde ich auch ziemlich cool. Natürlich haben die nebenbei auch gleich noch die ganze Panzerung geupgradet. Es gibt jetzt, glaube ich, sogar mehr Panzerungen. Es waren ja, glaube ich, nur 5 oder so. Und jetzt haben die dazwischen noch welche reingeschmissen, wie man hier sieht. Hier, das sind die 2, dann die 3, dann die 4, die 5. So, hier, die sieht man, habe ich ja erforscht, und ja, die Zwischenstücke halt nicht. Also haben die jetzt bis 10. Ursprünglich waren es 5, jetzt haben sie es bis 10 gemacht, kleinere Abstufungen. Finde ich auch ziemlich cool. Gibt es mehr zu erforschen und so weiter. Und ja, die sind jetzt natürlich auch verbessert worden, dass man, dass die ein bisschen mehr aushalten, weil wenn die Waffen stärker werden, müssen natürlich auch die Rüstung etwas stärker werden. Ja, dann hatte ich ja gesagt, gibt es ja jetzt, also der Plasma Launcher, der haben sie auch ein bisschen abgeändert. Als das Update rauskam, muss ich noch dazu erwähnen, gab es eine, also haben die Reichweiten auch geändert. Wie man sieht, steht ja nichts mehr von Reichweite. Und zwar konnten die, als das Update rauskam, so weit schießen, wie man halt sehen kann. Sieht man den Gegner, konnte man ihn auch treffen. Ich habe vorhin nochmal gelesen, weil es gab noch ein Update, das haben sie ein bisschen was geändert, Waffendamage und so, ist ja klar, muss ja immer angepasst werden. So wie ich das mitbekommen habe, haben die es jetzt so gemacht, wie es ursprünglich sein sollte. Die Laserwaffen haben, glaube ich, keine maximal oder mehr maximal Range, sondern die schießen einfach komplett durch die ganze Map. So sollte es ursprünglich gewesen sein. Wenn ich das richtig gelesen habe, das müssen wir nachher nochmal austesten. Wie auch immer wir das testen sollen, weiß ich nicht. Das heißt also, wenn ich jetzt total durch die Gegend baller, dann schießt man durch die ganze Map. Ich stelle mir da so 5 Leute vor, die nur SMGs drauf haben, maximal 6 Stück, und dann ballern die einfach in die Richtung, wo die Gegner kommen. Da muss man doch irgendwie ja, Schaden machen. Gut, bei den Plasma Guns muss ich sagen, da bin ich mir nicht so sicher, was sie jetzt großartig geändert haben. Also,
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Damage und der Blast-Radius erhöht und so weiter. Ich Plasma-Kanonen habe ich mich jetzt nicht ausgekannt oder habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich eigentlich Angelo überlassen wollte, dass er damit rumspielt. Ja, kommen wir mal zu der neuen, der Railgun. Die Railgun war dann sozusagen die Sniper-Waffe, weil die konnten ja nur so weit schießen, wie man halt sehen kann. Also auch die Plasma-Launcher, die konnten alle nur so weit schießen, wie man gesehen hat. Jetzt ist es wahrscheinlich abgeändert, das weiß ich noch nicht genau. Aber die Railgun, die sollte gleich von Anfang an über die ganze Map schießen können. Und halt auch sehr genau. Man muss halt die Maustaste gedrückt lassen, dann lädt man die Waffe auf. 2 Sekunden hat es gedauert, als der Patch rauskam, wenn ich mich richtig erinnere. Dann hat man seine Waffe aufgeladen. Seine eine Waffe, wenn man 2 oder 3 drauf hatte, dauert das jeweils 2 Sekunden. Also ist man dann bei 3 Waffen auf 6 Sekunden gekommen. Und wenn man dann loslässt, dann schießt man. Und das soll jetzt sehr genau sein, man sollte aber nur, wenn man nicht fährt. Ja, das haben die jetzt, glaube ich, auch abgeändert. Jetzt sind es bloß noch 1,5 Sekunden fürs Aufladen und ja, ordentlich Damage kommt da raus und so weiter. Und ja, das war jetzt eigentlich das Gröbste, einfach mal schnell angequatscht. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, hier Damage und Dings, da kenne ich mich sowieso nicht so gut aus. Ich habe das nur kurz ein bisschen überflogen. Ja, ich möchte heute ein bisschen versuchen mit den ganz normalen SMGs ein bisschen was zu reißen. Deswegen habe ich hier was abgebaut. Und ich habe hier 6 Top-Mount-SMGs. Das sind aber bloß einer Varianten. Aber wir schauen mal kurz, ob wir da überhaupt irgendwie 6 drauf bekommen. Es sieht nämlich fast nicht so aus. So. Und ich könnte jetzt hier noch welche draufhauen und da noch einen dran. Jetzt hätte ich 6, könnte also, wenn ein Gegner vor mir steht, mit maximaler Feuerrate schießen. Das Problem dabei ist nur, diese Laserwaffen treffen diese Laserwaffen. So, und um das abzuändern, müssen wir wohl oder übel etwas umbauen. Und zwar eine Erhöhung würde ich da vorschlagen. Das ist doch, glaube ich, immer was Gutes. Haben wir noch Blöcke, die wir verwenden können? Nein. Ich möchte ja auch im Tier 1 erstmal bleiben. Ich bräuchte trotzdem mal ein paar Armor Cubes. Ich möchte es nur nicht unbedingt gleich ausgeben dafür. Ach komm, kaufen wir uns welche. Ja, ich kaufe mir die billigsten. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich mache mal kurz 6. So, die nehme ich mir mal. Also ich möchte nämlich auch gleichzeitig hier unten nochmal was abändern, weil wenn ja der Sitz separiert wird, dann hat man ja das Problem, dass man halt auch fast schon verloren hat. Deswegen wollte ich hier unten noch was austauschen. Ja gut, hier habe ich, glaube ich, einen richtig fetten Block drin, so wie das. Oh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Das wollte ich gar nicht. So. Ja, okay. Was habe ich denn da drin gehabt? Ich mache jetzt einfach mal das da rein. Ach nee, ich hatte die Teile da drin, okay. Da hatte ich wahrscheinlich auch so eine schrägen drin. Ja, es hat fast nur eine Baufolge jetzt. Das muss ich ja leider gestehen. Aber es wird schon noch. So, dann wollte ich jetzt nämlich hier hinten, dachte ich mir jetzt, da kann ich jetzt die Armor Cubes nehmen. Ach, was mache ich denn? Okay. So. So war das. Dann nehme ich das. So, das Problem ist jetzt natürlich, man hat eine größere Fläche und alles, aber ich kann jetzt hoffentlich auch die Laserwaffen besser verwenden. Die Frage ist, wenn ich jetzt eine Dreierabstufung mache, also sprich, wenn ich jetzt hier noch höher gehen würde. So, und dann. Ja, ich glaube, wenn ich sein mache, dann habe ich sowieso keinen Platz mehr. Habe ich nicht irgendwo normale Blöcke, die ich mal kurz kopieren kann? So. Ich glaube, hier kann ich die Waffen eh nicht draufsetzen, weil, ja, genau deswegen. Ist halt die Frage, ob mir da jetzt irgendwie noch was einfällt, dass ich das trotzdem noch bauen kann. So, was ist, wenn ich die Waffen jetzt hier hinsetzen würde? Ich meine, klar, dann reicht es auch, wenn ich so hier baue. Und jetzt hier vorne irgendwie noch was dran ändern könnte. Moment, ich klaue mir mal das hier kurz wieder. Reiße hier ein bisschen was ab. Aber so geht's ja leider nicht. Obwohl, doch, ich könnte jetzt so machen. Die kommen mal kurz weg. Falsche Taste. So. Das Problem ist natürlich, mein Schutz ist jetzt ein bisschen für den Arsch. Da muss ich mal schauen. Habe ich hier noch der hier? Was ist das für ein schöner Block? Ah, sehr schön, kann ich da hinsetzen. Ah, die kann komplett dahinter setzen. Ah, das ist schön.
Weil dann sieht das nicht ganz so kacke aus. Abgesehen jetzt natürlich von der Farbe. Aber dann hätte ich den jetzt so. Und die könnten jetzt zu 6 zumindest nach vorne schießen. Seitlich wird es immer noch ein bisschen problematisch, aber die könnten schon mal nach vorne schießen. Ich bin jetzt natürlich ein fetteres Ziel. Also mein Kopf ist jetzt auch nicht mehr besonders gut geschützt. Ach so, ich habe mein Manny-Kicken ja gar nicht mehr drin. Hab ich ganz vergessen. So, dann wollte ich noch eine Veränderung vornehmen, weil der Radar ist total sinnlos. Wenn die vor mir sind, dann zeigt der zwar irgendwas an, aber ich sehe nicht genau wo. Deswegen muss ich den jetzt auch mal endlich mal richtig rum draufsetzen. So. Ja, das ist jetzt mein kleines Level 1 Gefährt. Ich könnte die Panzerung noch verbessern später und dann schauen wir mal nach, wie gut sich das jetzt macht. Also wir gehen jetzt einfach gleich komplett in eine Battle rein und schauen mal, was passiert. So. Ich schreibe mal einem in. Ne, schreibe ich nicht. Es wird halt ein bisschen schwieriger, jetzt miteinander zu spielen, weil ja irgendwie jetzt dieses ganze Matchmaking... Ach, das Matchmaking wurde jetzt auch nochmal abgeändert. So, Level 1, Level 1. Ich bin nicht der ganz oben. Das ist schon mal interessant. So, was haben die Leute jetzt für lustige Sachen? Oh, die haben jetzt alle so einen SMG-Scheiß drauf. Guckt euch das an. Ach ja, der Zoom sollte jetzt ein kleines bisschen noch verbessert worden sein. Ein bisschen mehr. So. Ja, der hat ganz schön viele. So. Was? Ach nein, das das funktioniert, wenn ich nach vorne schieße, ja. So, das ist jetzt Maximalpower. Ja, ich fahre dabei automatisch ein bisschen zurück. Das kann ja passieren. So, das Problem ist aber wirklich, wenn einer... Alter Falter, ich muss jetzt mich um die Räder auch nochmal irgendwie kümmern. Aber wenn einer direkt vor mir ist, so hier... Nee, doch, das geht. Na, aber nur manchmal. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Also brauche ich ein bisschen Abstand, brauche ich. So, jetzt müsste ich eigentlich bloß dahinter schießen, weil ja eigentlich... Da hinten ist einer... Den werden wir einfach schön beballern. So, immer drauf, einfach draufhalten. Scheiße. Da trifft man nur nicht besonders gut, muss man sagen. So. Ja, die sind halt ein bisschen ungenauer jetzt. Oh, und ich drehe mich voll weg. Zu wenig Masse. Oh, oh. Nein, ich wollte nach hinten fahren. Oh, scheiße. Ich wollte nach hinten fahren. Oh, Gott. Ja, komm schon, ey. Wenn du mich jetzt nicht umbringst, dann peinlich. Oh, ja, komm. Oh, ich habe mich gerade schön gedreht gehabt. Immer nach da schießend, so. Das ist ja scheiße. Wenigstens noch ein bisschen Schaden machen. Aber wieso drehe ich mich immer weg? Oh mein Gott, ey, ist das peinlich, ey. Was ist denn das für eine hässliche Konstruktion, die ich da gebaut habe? Oh Mann. Ich hätte mir das vielleicht mal genauer von Weitem angucken sollen, um rauszufinden, was es jetzt direkt lag. Ich glaube einfach, die Power der ganzen Waffen ist so stark, dass wir hier tatsächlich mehr... Ja, ich brauche mehr Gewichte. Ich brauche echt mehr Gewichte. Vielleicht setze ich die hier hinten rein. Habe ich denn noch Gewicht? Hier ist noch Heavy Blocks. Dann werden wir mal kurz den da wegmachen. Den ersetzen mit einem Heavy Block. Habe ich auch davon ein paar? Haben die das gleiche Gewicht? 7,5 und 15. Naja, ich werde es trotzdem mal machen. Ich weiß jetzt bloß gerade nicht, ob das Problem jetzt hinten lag. Oder woran das jetzt genau lag. Ich mache es mal so rum. Ist vielleicht auch ein bisschen besser, damit ich nicht so weit nach hinten falle. Und vorne bräuchte ich wahrscheinlich auch noch irgendwas. Also ich brauche auf jeden Fall mehr Gewicht. Ist jetzt vielleicht... Ja, die haben ja die gleiche Panzerung eigentlich wie die Weißen, wenn ich mich nicht irre. Das kann sie aber auch wieder geändert haben. Wir schauen mal schnell. Armor 50 und die haben Armor 50. Okay, dann tausche ich wenigstens mal die Weißen noch mit so Gewichten aus. Hier habe ich ja übrigens... Sind das Weiße oder sind das... Ich mach mal einfach mal die hier dran, weil ich mir jetzt nicht sicher bin. So, hier kann ich noch welche austauschen. Also Gewicht ist auf jeden Fall sehr wichtig. So, das ist jetzt eine richtige... Okay, das ist so ein Armor-Block, obwohl den mache ich trotzdem mal weg. So. Haben wir ein bisschen mehr Gewicht. Hier könnte ich noch Gewicht draufpacken. Weil das war ja jetzt echt peinlich. Also da muss ich echt sagen, das war mehr als peinlich. Gut, dann ab in Battle. I'm in Tier 1. Einfach mal reinschreiben. Vielleicht ist ja der ein oder andere da.
auch wenn ich es nicht glaube, aber es passt schon. So, wir schauen mal auf die Uhr. 10 Minuten haben wir noch. Sehr schön. Und schon geht's los. Vielleicht sollte ich es schreiben, bevor ich draufklicke, weil, ja, damit die Leute reagieren können. So, mal gucken, wie es jetzt aussieht mit mehr Gewicht. Puh. Mal, der hat das auch so gebaut. So schrägen drauf, aber ich glaube, meine Schrägen sind einfach... Ja, aber es hat gut funktioniert, also die haben gut geballert. Die machen natürlich keinen Schaden und vielleicht die... Ja, ich... Ja, ja, genau, das war das Problem. Vorne bin ich nach vorne... Ich bin nach vorne gekippt vorhin, als ich nach hinten und nach vorne fahren wollte. Das war ein bisschen... Aber es lässt sich jetzt ein bisschen besser auch links und rechts fahren. Ja, das kommt besser so. Ich bin jetzt aber auch langsamer. Habe ich das Gefühl, durch das Gewicht. Ah, ist cool. Man ist schön schnell, aber es sind halt wirklich Nahkämpfer im Endeffekt. Also heißt es wahrscheinlich dann doch mit recht viel Panzerung rangehen an die ganze Sache. Und wir schauen mal, ob unser Radar mal irgendwas meldet. Warum fährt denn eigentlich keiner mehr hier lang? Ist die Strecke verpönt? Als ich noch aktiv gespielt hatte, da sind immer alle hier lang gefahren. Und wenn ich mir das jetzt immer so anschaue, hier fährt so gut wie keiner lang. Da ist keiner. Hinter mir ist auch keiner, der mir helfen könnte. Wenn jetzt Gegner kommen, bin ich am Arsch. Da kommt auch schon einer. Mindestens einer, sagen wir es mal so. Na komm. Oh Gott, das ist ein Plasma-Heini. Boah, der hat ganz schön Schaden gemacht. Plasma-Heini erledigt. Ja, ich habe jetzt nur noch, ja, 2 Räder, aber das kriegen wir schon hin. Vielleicht sollte ich zurückfahren. Angriff kann ich, glaube ich, eh vergessen. Aber ich kann auch eine gute Verteidigungsdrohne sein. Ja, wenn ich mal nicht immer so rutschen würde. So. Komm schon. Du schaffst es. So, rückwärts fahren, um zu lenken. Und dann nach vorwärts. So, ist gut. Da unten ist ein Gegner. Oder ist das ein Eigner? Ne, es scheint ein Gegner zu sein. Ja, ich habe nur ein Problem, ein kleines. So. Sind denn schon Gegner durchgekommen? Das sieht nicht so aus, lustigerweise. Aber irgendwas wird gecaptured. Capturen die gerade bei uns? Also ich weiß immer, ich habe irgendwie komplett vergessen, wie das war mit dem Rot und so. Ich fahre mal hier hinter jetzt. Und dann schaue ich einfach mal, ob irgendwas durchgekommen ist. Ah nein, einer von... Ah, ich sehe es gerade. Einer von uns captured die ihre Basis. Also ich finde es ein bisschen doof, dass dann dieses Rot immer dasteht. Das Rot ist für mich immer Gefahr und falsch und so. So, ich würde gerne mal interessieren. Ja, ist ein bisschen langweilig gerade das Battle. Ist auch ein bisschen schwierig zu lenken. Bin gerade überlegen, wo sind die Gegner? Die stürmen gerade alle vor. Ja, die stürmen eigentlich ganz gut vor, die Gegner. Soll ich mich auch nach vorne begeben? Ja, da drüben ist noch ein Gegner. So, dann fahre ich ja doch mit rüber. Ich muss nur echt aufpassen, hier bin ich schon öfters mal hängen geblieben. Ah, da oben wird auch heftig geballert, sehe ich gerade. Also auf dem Radar verschwinden Punkte und... Ja, es kann ja was werden. So, oh oh, was schießt denn da? Ach, da ist ein Gegner. Okay, dann fasse ich... Ja, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Aber ich habe so gut aufgehalten. Ja, ja. Ja, also man wird noch sehr schnell auseinandergenommen, so habe ich das Gefühl. Gut, der Blaster war ja auch recht strong. Nur, dass meine Reifen da so schnell kaputt gehen, ist natürlich scheiße. Ist natürlich scheiße, aber das Gewicht ist schon ganz gut. So, naja, auf jeden Fall würde ich jetzt gern mal, also jetzt haben wir den jetzt ausprobiert, den werde ich mir auch später wieder aufbauen, aber jetzt möchte ich gern mal die Laser, die Railguns versuchen, in der Hoffnung, dass ich auch genug Geld dafür habe. Wir schauen mal nach, und zwar hätte ich gerne Railgun S-Type. Da können wir uns 2 Stück kaufen. Dann haben wir halt einen 2er. Naja, mal schauen, wie das wird. Achso, ich muss ja noch eine auswählen. So. Ich glaube, ich mache das hier mal weg. Das reicht nicht. Ich kann ja... Hä? Wieso kann ich die nicht draufbauen? Brauchen die nach unten Platz, oder... Okay.
Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warum kann ich die nicht draufbauen? Und ich hatte diese Firewall Long Range und könnte es diesmal Damage, denn bla bla bla. So, wo ist das Problem? Ach, da ist ja der Kopf. Der Kopf ist das Problem. Oh, das war der falsche. Nein, das war auch das falsche. Der Kopf von meinem Heini da, der könnte problematisch sein. Ich sehe schon. Okay, dann mache ich das anders. Dann mache ich hier so eine Seitenflügel dran. So, das müsste jetzt hoffentlich reichen. Doch, was? Das reicht immer noch nicht. Wenn mich doch verarschen. Dann machen wir halt hier so Seitenflügel. Ich hoffe, das reicht jetzt. So und so. Ja, zum Testen reicht es auf jeden Fall. Also mache ich mich ja wieder rein. Puh, das wird ja lustig. Ja, das Matchmaking wurde jetzt so abgeändert, dass wenn der, das Matchmaking erkennt halt, die eine Seite hat jetzt einen mit einer Railgun, dann hat die andere Seite auch jemand mit einer Railgun, damit das relativ ausgeglichen ist. Flugzeuge und sowas soll noch nicht gemacht werden. So, ich habe jetzt überhaupt noch nie damit geschossen. Wir werden sehen, wie cool das wird. Die drehen sich auf jeden Fall recht langsam, aber es sind ja auch Sniperwaffen zum Schnibern. So, lass uns mal checken, was abgeht. Ich müsste irgendwo weit oben stehen. Also müsste ich schon mal da hochfahren vielleicht. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Sieht aber schon ganz schick aus. Dann kann ich hier aufladen. Ah, jetzt sind sie beide aufgeladen. Explodieren die oder was? Oh, man muss dann auch schießen. Okay. Eins. Zwei. Ah, die schießen... Uah! Oh, shit. Oh, shit. Oh. Okay, der Rückstoß scheint dann doch etwas heftig zu sein. So. Wo wird denn jetzt schon geschossen? Ich möchte ja gern mitballern. Ich schau mal von hier oben, weil da hinten sind ja alles noch blaue Punkte. Das ist wahrscheinlich nicht gerade die beste Position, die ich hier habe, aber vielleicht ja aber auch doch. Na, ich könnte noch... Ah, nein, 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 nein! Willkommen auf Sinoobs-Kanal! Ach, verdammte Scheiße! Komm, leg mich wenigstens wieder richtig hin! Oh, nein! Oh, nein! Wenigstens kann ich, noch, ja, irgendwie schießen, so ein bisschen. Oh, da ist ein Gegner. Komm, 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 bleib stehen und... Was? Wieso treff? Ja, das ist ja super akkurat. Das ist ja super akkurat. So eine Scheiße. Oh mein Gott. Was war das denn für eine Pleite? Oh. Ja, also einfach so ein Ding umzubauen ist wahrscheinlich nicht unbedingt das Richtige. Da muss man wahrscheinlich wirklich die Aircrafts... Also es ist ja kein Aircraft. Das ist ein Aircraft, wäre das fliegende Gegenteil. Aber puh, ich glaube, man muss die wirklich dann darauf aufbauen. Aber so Snipern ist, glaube ich, sowieso nicht meins. Ich bin mehr gerne vorne in Action und rumballern. Deswegen werde ich wahrscheinlich mehr mit den SMGs arbeiten. Als mit diesen Teilen hier. Ja, das ist ja geil. So, wir schauen uns das Ganze nochmal an. Diesmal klappt's. Ich hätte vielleicht nicht warten sollen. Ich hätte mit dem ersten Schuss vielleicht schon schießen sollen. Wow. Ach genau, der zweite Schuss könnte vielleicht daneben gehen, weil ich ja dann in Bewegung bin. So, ich könnte mich jetzt eigentlich hier irgendwo mit hinstellen. Hier vielleicht. Und dann warten, dass Gegner kommt. Da hinten, oder? War nicht? Da ist schon was. Scheiße, ich bewege mich. Warum bewege ich mich? Mann, ich muss noch krasser drauf. Oh, bleib doch mal stehen jetzt. Bleib stehen. Ah, ich brauche ein besseres Fahrwerk. Ha, den habe ich getroffen. Den treffe ich natürlich auch noch. Ha! Ich laser dich weg, mein Freund. Muss mal schauen, nicht, dass hier irgendwas in der Nähe ist. Wie das da. Ah, jetzt ist er weg. Okay, wo ist ein Gegner? Irgendwo da, wo ich sie nicht sehe. Aber man kann halt den da hinten zum Beispiel. Kommt, der ist ein schönes Ziel, weil er da in der Luft ist. Na? Will nicht so ganz. Ja, aber es klappt schon ganz gut mit dem Schnippern. Oh, da ist ein Gegner anscheinend.
Ich frage mich immer, wenn ich hier durchgucke, ob ich dann durch meine Waffen gucke oder ob ich... Oh, jetzt stehe ich wenigstens mal richtig. Da ist ein Gegner. Und rechts von mir soll auch noch irgendwo einer sein. Na, ich sehe nichts. Mal so gucken. Ah. Ja, aber der ist so weit weg. Ich mache richtig viel Damage, ne? Nein, shit. Oh oh, er sieht mich und beballert mich. Ach. Also, mein Gefährt ist einfach für so einen Scheiß nicht ausgelegt. Also. Scheiße. Oh oh. Zu früh losgelassen. Oh oh. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Unterstützung. Wir sind am Arsch. Ah, lasst mich doch in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Geht weg. Geht weg. Weil wieso habt ihr so viel Panzerung, ihr Schweine? Die haben sich angepasst. Die haben sich den neuen Spieldesign angepasst. Also, ich glaube nämlich, dass es jetzt wirklich, also jetzt gerade mit den, hat man ja jetzt gesehen, die Laserwaffe, die ist zwar ganz nett, also die Sniperwaffe ist ja ganz nett, wahrscheinlich, wenn man mehrere dran hat und mehr Zeit da zum Zielen und wenn man nicht immer wegrollen würde, so wie ich, sind die vielleicht ganz gut, aber ich glaube auch jetzt mit den neuen Schadensmodellen so bringt es vielleicht wirklich was, fetter zu sein mit ganz viel Panzerung. Die SMGs halten dann, also wenn du SMGs drauf hast, hält das einfach mehr aus und so weiter. Ich glaube, das könnte sich dann schon lohnen, einfach mal ein bisschen dicker zu sein als die anderen. Ja, dann haben wir das jetzt auch durch. Plasma Guns, mal schauen, vielleicht kann Anschluss da ein bisschen was zeigen, dann wenn er mal wieder spielt, wenn wir wieder aufnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, ich war der Tenshi hier von Sinups Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi!